Hallo Freunde fantastischer Geschichten, willkommen zu unseren drei fantastischen Büchern für den Februar 2023. In diesem Video stelle ich euch wieder drei interessante Romane aus dem Genre Fantastik vor, die alle im Januar 2023 erschienen sind. Die Neugierigen unter euch finden alles weitere zu den Auswahlregeln unten in der Videobeschreibung. Der erste Roman ist ein Science-Fiction-Roman. Das Netz der Sterne stammt von Andreas Brandhorst und ist als Taschenbuch am 26. Januar im Piper Verlag erschienen. Der Roman umfasst 512 Seiten. Der kurze Klappentext. In die unbekannten Weiten des Universums vorzustoßen, das ist der Job der Kartografen bei Intercosmica, dem Konzern, der die interstellaren Reisen zwischen den Sternen kontrolliert. Tess ist eine solche Kartografin, doch nicht freiwillig. Denn sie muss bei Intercosmica die Schulden ihrer Familie abarbeiten. Und sie weiß, dass ihre Mission alles andere als einfach wird. Denn ihr Auftrag führt sie in eine Region, aus der noch keiner lebend zurückgekehrt ist. Ich muss sagen, dass mich bisher alle Romane von Andreas Brandhorst, die ich gelesen habe, begeistern konnten. Diese Geschichte ist als Paperback bereits im Dezember 2019 erschienen, kommt nun jedoch zusätzlich als Taschenbuch heraus. Das Cover und der Titel dieses Romans stechen nicht unbedingt heraus. Und auch der Klappentext zeichnet nur ein schemenhaftes Bild der Geschehnisse. Dennoch bin ich mir sicher, dass auch dieser Roman mich überzeugen kann. Die Vorstellung, in unbekannte Regionen des Weltalls vorzustoßen und diese zu kartografieren, klingt für mich sehr spannend und ich würde mich gern zusammen mit Tess auf diese Reise begeben. Ich bin mir sicher, dass dieser Auftrag nicht in ruhigen Bahnen verlaufen wird und Andreas Brandhorst uns die ein oder andere aufregende Schwierigkeit in den Weg legen wird. Das zweite Buch ist eine Neuveröffentlichung nach einem erfolgreichen Serienstart. Lockwood & Co. – Die seufzende Wendeltreppe von Jonathan Stroud ist am 25. Januar im CBT Verlag erschienen und umfasst 432 Seiten. Als gebundenes Buch gibt es die Reihe bereits seit 2013, durch den Erfolg einer Verfilmung als Serie bei Netflix erschienen die Bücher jedoch jetzt mit neuem Cover neu. Der Klappentext des Buches. London, England. In den Straßen geht es nachts das Grauen um. Unerklärliche Todesfälle ereignen sich. Menschen verschwinden und um die Ecken wabern Schatten, die sich nur zu oft in tödliche, von Geisterwesen ausgesandte Plasmanebel verwandeln. Denn seit Jahrzehnten wird Großbritannien von einer wahren Epidemie an Geistererscheinungen heimgesucht. Überall im Land haben sich Agenturen gebildet, die in den heimgesuchten Häusern Austreibungen vornehmen. So auch die drei Agenten von Lockwood & Co. Dem jungen Team um den charismatischen Anthony Lockwood steht in ihrem ersten Abenteuer ein hochgefährlicher und zutiefst dubioser Auftrag bevor. Dieser führt sie in eines der verrufensten Herrenhäuser des Landes und stellt sie auf eine Probe, bei der es um nichts weniger geht als Leben oder Tod. Laut meiner Recherche besteht die Lockwood & Co.-Reihe im Moment aus 5 Bänden und einer weiteren Kurzgeschichte. Das Cover der früheren Veröffentlichung 2013 ist klassisch gehalten und verrät nicht viel. Der Buchdeckel der Neuveröffentlichung von Band 1 hingegen besteht offenbar aus Fotos aus der Verfilmung, die die jeweiligen Szenen und Schauspieler zeigen. Ich habe weder die Serie gesehen noch die alten Bücher gelesen, dennoch fasziniert mich die Thematik und ich denke, gerade für junge Leser kann dies ein spannender Einstieg ins Romanelesen sein. Es wäre doch schön, wenn der ein oder andere Serienschauer so auch zum Lesen kommt. Das dritte Buch ist der erste Teil einer Dilogie. Der Orden des geheimen Baumes, die Magierin, ist am 18. Januar bei Plon-Vallée erschienen und umfasst 544 Seiten. Die junge englische Autorin heißt Samantha Shannon. Der Klappentext. Eine Königin, eine Magierin, eine Drachenreiterin. Nur gemeinsam sind sie einem uralten Feind gewachsen. Sollte Königin Sabran von Ines kinderlos sterben, werden die Drachen zurückkehren. Denn ihre Familie ist das einzige Hindernis, das die Bestien zurückhält. Doch Auftragsmörder kommen ihr immer näher. Zu ihrem Glück ist ihre Zofe Eärd in Wahrheit eine Magierin vom Orden des geheimen Baumes, die sie beschützt. Zur gleichen Zeit in dem weit im Osten liegenden Reich Seiki, wo Drachen wie Götter verehrt werden, rettet eine junge Drachenreiterin einem Schiffsbrüchigen das Leben und verdammt sich damit selbst. Der Orden des geheimen Baumes ist als gebundenes Buch bereits 2020, jedoch im Penhaligon Verlag herausgekommen. Dort soll dieses Jahr auch das Prequel unter dem Titel Das Kloster des geheimen Baumes erscheinen. Die Cover des ersten Teils und des zweiten Teils mit dem Titel Königin wirken außergewöhnlich. Fast erinnern sie an alte chinesische Illustrationen, gleichzeitig aber mit einem europäisch-mittelalterlichen Touch.
Der Klappentext bleibt leider ein wenig kryptisch, sodass ich nicht herauslesen kann, ob wir eher eine epische High-Fantasy-Geschichte oder eine schlichte Romantasy mit Drachen vor uns haben. Wenn ihr das Buch gelesen habt, dürft ihr in den Kommentaren gerne ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Das waren sie, meine drei fantastischen Bücher für den Februar 2023. Links zu den Büchern findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Was haltet ihr von den vorgestellten Romanen? Habt auch ihr spannende Bücher im letzten Monat für euch entdeckt? Erzählt gerne in den Kommentaren darüber. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen feinen Video. Wenn ja, lasst einen dicken Daumen nach oben da, einen wohlwollenden Kommentar in den Kommentarleisten und ein Abo auf Drachenreiten ist ein gefährlicher Beruf Ehrenbasis. Ich bedanke mich auch sehr bei den Unterstützern meines Kanals. Ich wünsche euch immer genug Muße zum Lesen. Euer Professor Fantasy, Dominik Schmeller.